Ja, wir befinden uns hier in der Straße an der Herrenwies in Trier Süd, also im Bereich vom Südbad. Das, denke ich, ist jedem Trierer bekannt. Und warum wir hier sind, einem Arbeitskollege von uns ist aufgefallen auf dem täglichen Weg zur Arbeit, dass hier auch eine starke Querung von Eichhörnchen ist über die Straße. Deswegen sind wir heute hier und bauen halt die dritte Brücke für die Eichhörnchen heute. Ja, die Brücke, kann man sich vorstellen, ist also keine Brücke aus Stahl, sondern ist eine Brücke aus Naturfasern, also ein Tau, 4 cm stark. Verwandt wird das Material im Schiffsbau, also um Schiffe festzubinden. Über mindestens 10 Jahre soll das Seil oder das Tau im Baum belassen bleiben. Und dann wird dann halt das Seil miteinander verspleißt, immer und auf beiden Enden, auf beiden Seiten. Und dann halt jährlich wird das Tau kontrolliert in der Regelkontrolle. Und wo die Baumkontrolle stattfindet, und dann kann man das immer schön vom Boden aus sehen, ob das noch alles in Ordnung ist. Erstens ist uns das Projekt wichtig, um die Eichhörnchen einfach zu schützen. Sie stehen auf der roten Liste. Des anderen ist es uns eine ganz wichtige Sache, auch ein ganz wichtiger Helfer, die Eichhörnchen, in Zeiten des Klimawandels. Die sammeln die Früchte ein, die Samenfrüchte, vergraben die, kennt eigentlich jeder, vergessen Gott sei Dank die auch wieder in der Natur. Und dann wachsen ohne unser Zutun Bäume ran, ohne Kosten. Und das ist ein wahnsinnig guter Helfer für uns, für die Zukunft vor allen Dingen. Deswegen schützen wir die auch gerne. Im Namen der Eichhörnchen bin ich gerne hierher gekommen, da Dank zu sagen. Habe eine Tüte Walnüsse für alle mitgebracht, die wir Eichhörnchen gesammelt haben. Und wir Eichhörnchen, für uns ist es so gefährlich, über die Straße dort zu huschen und dann die großen Autos, die auf uns kleine Tiere nicht achten. Und deshalb diese Brücke, die ist für uns genial. Wir sind flink, wir sind geschwind und geschickt und da können wir drüber huschen und da passiert uns nichts. Und deshalb vielen, vielen Dank an all die guten Seelen, die das auf den Weg gebracht haben. Alles Gute und dass da noch viele Brücken draus werden. Wir hoffen es. Danke. Bitte.